Es ist Juli 2020. Für den Bluetooth SDR kam eine neue Firmware raus. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0LQTC. Beim Aufruf der internen Webseite meines Bluetooth SDRs war heute etwas anders. Schauen wir es uns mal an. Bluetooth SDR in die URL eingeben. Bluetooth.local. Und wir haben hier unter der Übersicht Firmware und Upgrade Firmware steht plötzlich, es gäbe eine neuere Version davon, nämlich die Version 032. Installiert ist bei mir die Version 031. Also laden wir das Ganze mal runter und installieren wir das gemeinsam. Jetzt wird gefragt, wo es hin soll. Und es wird jetzt ein Weilchen dauern, bis das da ist. In der Zwischenzeit können wir mal schauen, was da passiert. Und wenn es allzu lange dauert, ja, ich fürchte, das dauert allzu lange. Ich habe es schon mal runtergeladen. Bin ja ein vorsichtiger Mensch. Die DSL-Leitung ist hier ein bisschen langsam. Deswegen gehe ich einfach mal nach TMP und packe das aus, was ich schon im Download-Verzeichnis vorbereitet habe. Das ist nämlich in Home Renner Download. Oh, jetzt weiß ich es gar nicht. Bluetooth SDR Firmware 032 ZIP. Genau, das würde jetzt noch dauern und wir anzippen einfach das. Wir schauen erstmal rein, was da eigentlich ist. Anzip-L. Und siehe da, da sind mehrere Dateien drin. Eine Bluetooth DFU, eine U-Boot Env DFU, eine Bluetooth FRM. Das klingt schon nach Firmware, FRM, Firmware. Das Boot DFU und das Boot FRM. Und weil wir nicht wissen, was wir jetzt eigentlich so genau brauchen, FRM, das ist das, was wir brauchen als Firmware, die wollen wir ja aktualisieren. Die ist auch neu und deswegen extrahieren wir die einfach mal, packen das Ganze aus, haben das Ganze jetzt hier in Temp liegen, die Bluetooth Firmware, und das ist das, was wir brauchen. Diese Aufnahme entsteht übrigens ohne doppelten Boden, ohne Netz. Das ist sozusagen vorher nicht ausprobiert. Wenn es schief geht, seid ihr live dabei. Beim Einstecken des Bluetooth SDRs bekam ich ja angeboten, dass das Laufwerk, das USB-Laufwerk, gemountet werden kann. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Das hole ich jetzt nach, denn das ist das, was wir machen müssen. Zwei Actions, nämlich wir mounten das. Das ist analog. Das funktioniert unter Windows genauso wie unter Linux und anderen Betriebssystemen, auch auf dem Mac. Man bindet das als USB-Laufwerk ein. Und was jetzt zu tun ist, diese Bluetooth Firmware-Datei wird in dieses Laufwerk rüber kopiert und dann, und das ist ganz wichtig, nicht einfach ausschalten oder den Stecker ziehen, sondern von Hand anmounten, auswerfen, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und dann erst wird diese Firmware installiert. Das probiere ich jetzt mal, indem ich tue mir auf der Konsole leichter, als Fenster hin und her zu schieben. Ich sage ein beherztes Bluetooth Firmware soll nach Media Renner Bluetooth SDR. So, jetzt ist das umkopiert. Jetzt können wir hier mal schauen. Hier ist auch schon diese Firmware-Datei. Ich mache dieses Fenster mal zu. Und bevor wir das jetzt neu starten, schauen wir mal, was er hier sagt. Genau, hier im Browserfenster zeigt er, die Build-Number ist 0.31. Jetzt mache ich hier den Unmount. So, jetzt ist er raus. Und jetzt
blinkt das hier ganz hektisch im Pluto SDR. Und das muss man jetzt abwarten, bis es eben nicht mehr blinkt. Das ist ein Prozess, der dauert bestimmt einige Minuten. Die Firmware wird jetzt installiert, sodass sie beim nächsten Mal eben vorhanden ist. Wahrscheinlich bekommen wir hier, ich weiß es gar nicht, weil ich es nicht ausprobiert hatte vorher, angezeigt, dass das Laufwerk dann wieder da ist und dass wir es wieder einbinden können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das dauert. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und was wir dann noch machen können, dann können wir noch ein Programm aufrufen, mal schauen, ob noch empfangen wird. Um 99 MHz ist hier ein starker UKW-Sender. Den sollte man auf jeden Fall mit der Software der Wahl, GQRX oder was auch immer, bekommen. Jetzt blinkt es nicht mehr hektisch. Jetzt ist es, ja, jetzt sieht es so aus, als ob er ganz normal bootet. Und siehe da, auf dem Bildschirm bekomme ich auch wieder den neuen Pluto SDR angezeigt. Ich muss das jetzt nicht mounten. Ich mache einfach mal einen Reload dieser Webseite hier. Und dann müsste erwartungsgemäß eigentlich stehen, dass die Version 0.32 jetzt die aktuelle Firmware ist. Und siehe da, ja, 0.32. Und hier oben steht, Pluto is using the same version as latest release. Das war ja vorher auch anders. So, jetzt rufen wir nochmal das GQRX auf, um zu schauen, ob es auch funktioniert. GQRX. Da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen durchklicken. Aber das ist für die Erinnerung ja auch nicht schlecht. Bei Device wird der Pluto SDR eingetragen. Ich finde es immer geschickt, wenn man die Hardware, Entschuldigung, wenn man die Hardware AGC einschaltet. Die modulieren tun wir Wide FM in Mono. Jetzt mal einschalten. Da ist schon mal was, das ist gut. 0.9.9. Jetzt sollte ich hier, gehen wir mal noch ein bisschen hoch. Da sieht man auch schon einen starken Sender. Genau. Mission sportive aujourd'hui déjà, parce que l'on va faire un grand écart entre notre première. Und das Ganze jetzt eben mit der Version 0.32. Ja, ihr habt gesehen, es ist relativ einfach. Einfach nur dieses ZIP-File auspacken, das man runtergeladen hat. Dann diese Pluto-Firmware-Datei in das gemountete USB-Laufwerk reinkopieren. Nicht ausschalten, nicht den Stecker ziehen, anmounten, ganz wichtig. Und abwarten, bis es nicht mehr blinkt. Dann kommt da der Pluto-SDR von alleine. Und ja, dann tut es auch mit der neuen Version. Was bringt die neue Version? Ich muss gestehen, ich habe es mir gar nicht so genau angeschaut. Der wichtigste Schritt, den kann ich hier jetzt leider nicht zeigen, der wichtigste Fortschritt für mich ist, dass das EXT4-Dateisystem unterstützt wird. Man kann ja an dem Pluto SDR auch externe USB-Laufwerke anschließen, über diesen Ethernet-Adapter auch, und der wurde bisher nur FAT32 unterstützt. Das hat so ein paar Nachteile, weil FAT32 als altes DOS-Dateisystem natürlich nicht alle Attribute kennt, das ein Unix-Dateisystem kennt. Jetzt wird auch EXT4 unterstützt. Ich werde jetzt meinen USB-Stick EXT4 formatieren, die ganzen Programme, die Dateien nochmal rüber kopieren und ja, dann sehr viel besser aufgestellt sein. Macht das auf jeden Fall, ist ein großer Fortschritt, diese neue 0.32 Firmware. Habt Spaß damit, wenn ihr wirklich Verstärker anschließt und damit auch sendet. Angenehme QSOs wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal sage ich Bye Bye.